Ah, hier haben wir noch was. Das sieht wieder nach viel wirrem Zeug aus. Das ist, ja, das ist wieder was. Ein vollkommener Mischmasch hier. Hier haben wir wieder diese Struktur, mit der ich noch nichts anfangen konnte. Und das sieht wieder, wie gesagt, nach Mischmasch aus. Und... Huh, holla, hier drüben ist eine Riesenzeichnung. Ach, das könnte dieser... Ist das dieser Schaltkreis, den wir am Anfang hier von diesem Kapitel gesehen haben? Der war ja ziemlich groß gewesen und den hat man ja auch bloß aus der Entfernung gesehen. Vielleicht ist das dieser Schaltkreis. Ich bleib mal hier stehen, um zu gucken, was hier steht, weil man dann ja wieder bloß nah rangehen kann. And it came to... Nein, das kann ich ja nicht weiterlesen. Na gut, dann müssen wir wohl doch nah ran und uns bewegen. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich sehr störend ist, wenn das hier zwischendurch immer so hackt. Also mich persönlich stört es sehr, weil ich natürlich darauf bedacht bin, dass meine Let's Plays ordentlich werden. Aber wie es so vom Zuschauen her ist, ob man sich davon sehr stören lässt, ob das einen rausreißt, ob es weh tut in den Augen, das so zu sehen, oder ob man das doch überlebt, wenn das so ist. Also ob man das wegstecken kann. So. And it came to pass that as I made my journey. Da muss man ja echt langsam schnell laufen, damit man das lesen kann im Ganzen. And it came to pass that I made my journey and was... Das kann ich nicht lesen, was... And was come... Nein, nein, nein! Huch. Come back. Ein unbeabsichtigter Sturz in die Tiefe, aber werden wir zum Glück direkt wieder hingesetzt. Journey, das hatten wir schon. And was come to wish? Nein. Will? Nein. Was heißt denn das? And was come to high? Das könnte sein. Arm to Damascus. Afternoon? Vielleicht. Und schon wieder rutsche ich runter, das ist ja nicht wahr hier. Man hat ja echt zu tun, diese Schrift überhaupt zu lesen, ohne abzustürzen, das ist ja schrecklich. Also da hat er nicht mehr an die Nachmenschen gedacht, der Typ, der das hier dran geschmiert hatte, als er das gemacht hat. Denn das ist ja ganz schön problematisch zu lesen ansonsten, nicht? So, und jetzt haben wir es aber im Prinzip komplett gelesen. Ich werde nochmal das letzte Wort gleich schauen, wenn ich oben bin. Und diesmal aber auch schauen, dass hier ein Geländer davor ist, wenn ich einfach nach hinten steuere. Ach, jetzt geht's wieder. Schön. So, was haben wir denn hier? Suddenly, ach da drüben, das war jetzt fertig. Ja, irgendwas mit nun. Ich werde mal schauen, ob ich diese Textpassage irgendwo im Internet finde, dass ich das auch mal noch hinschreiben kann. Suddenly... Oh Gott. Ich würde hier sehr gern hochtreten, um da näher drauf schauen zu können, aber es geht nicht. Suddenly the könnte auch sein. From heaven irgendwas. Crest oder so? Ja, ich gebe es jetzt auf, das hier lesen zu wollen. Ich werde die Textpassage einfach in die Beschreibung reinschreiben und dann wisst ihr, was da stand. I could not see irgendwas. A gull perched on a spent bonnet, sideways, whilst the sirens fell through the middle distance and the metal moaned in grief about us. I'm about this night in walking, old bread and gull bones, old Donnelly at the bar gripping his drink, old Esther walking with our children, old Paul as ever, old Paul. He shakes and he shivers and he turns off his lights alone. Ja, also Paul scheint auch wirklich irgendwie bei dem Unfall mit dabei gewesen zu sein, so wie das für mich klingt hier. Und ja, ihr wisst, warum ich stehen bleibe und nichts mache, aber es wird gleich weitergehen. Ach egal, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Und ich gebe es jetzt wie gesagt auf, die Texte hier, die Textzeilen lesen zu wollen. Es geht einfach nicht.
man wird das bestimmt irgendwo in einer Online-Bibel finden. Ich habe das ja auch einfach bei Google eingegeben gehabt, die letzte Textpassage, und habe dann den Bibelvers gefunden. So, und jetzt ist es mal wieder flüssig. Das ist sehr schön. Ach, hier geht's noch weiter mit dem... Der Mann hat ja die halbe Bibel hier auf die Insel geschrieben. Were with me, that... Ja, jetzt liest man das auch noch von hinten nach vorne. Das wird immer gemeiner. Also die sind ganz schön fies zu denjenigen, die das hier lesen wollen. Finde ich. Läufst du? Dankeschön. So, eigentlich bin ich schon über meine Zeit drüber, sehe ich gerade. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt kurz vor Ende sind, wir sind ja hier direkt an der Antenne. Ich vermute, wir haben es fast hinter uns, Leute, mit dem Let's Play. Was ich sehr schade finde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hier steht nochmal Damaskus, sehe ich gerade. Das ist nichts Neues. Das kennen wir schon, das Wort. Aber ich werde gleich nochmal ein paar Worte verlieren, falls es hier wirklich das Ende sein sollte. Und wir werden jetzt bestimmt nochmal irgendeine Textpassage hoffentlich mit einem Aha-Effekt haben. Ansonsten eben nicht. Wir hatten ja jetzt schon genug Aha, denke ich. Und was letztendlich genau passiert ist, das wird unserer Einbildung überlassen sein. Das ist ja mit Absicht so gemacht. I will abandon this body and take to the air. Ja, ich denke, dazu brauche ich nichts sagen. Er ist bereit zu sterben. Tja, da war meine Technik wohl böse mit mir. Also noch böser als sonst. Denn sie hat meinen Film hier am Ende gefressen und ich konnte ihn nicht mehr verwenden. Die Dateien waren irgendwie kaputt gewesen, sodass ich ganz traurigerweise nun jetzt noch einmal aufnehmen muss, das Ende. Finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Das ist halt so ein bisschen was von Schicksal, ne? Das Schicksal will nicht, dass wir dieses Let's Play beenden. Werden wir natürlich trotzdem müssen. Allerdings hat mir das natürlich die Gelegenheit gegeben, jetzt noch einmal nachzuschauen wegen den ganzen Bibelversen. Das wollte ich jetzt nicht alles reinschreiben, weil es ziemlich viel ist, aber ich habe es mir mal rausgeschrieben. Generell, alle Bibelverse sind aus der King James Bible, also aus der Fassung, die damals von King James verfasst wurde oder die er in Auftrag gegeben hatte. Und wir hatten ja damals in dem Gang, in dem unser Erzähler wahnsinnig geworden ist, diese Stelle aus Jesaja 17 gelesen. Jesaja ist ein Prophet des Alten Testaments und im Alten Testament ging es ja etwas rauer zu und da wurde eher bestraft als vergeben, sagen wir es mal so. Und speziell in dieser Textpassage geht es um Gottes Gericht, beziehungsweise um das Gericht über die Völker, also um die Strafe der Ungläubigen und exakt in dieser Zeile natürlich um das Ende von Damaskus. Und das könnte man natürlich für sich so deuten, dass unser Erzähler zunächst für sich selbst der Meinung war, dass er eine Strafe verdient hat. Allerdings macht er genau dieselbe Entwicklung durch wie die Bibel, dass er von Bestrafung abkommt hin zu Vergebung, beziehungsweise ja, wie soll man das sagen, zur Bekehrung so ein bisschen, dass man seine Lehren draus zieht quasi. Wir haben dann nämlich weiter an den Felsen Zeilen aus der Apostelgeschichte des Lukas-Evangeliums gehabt, speziell aus Kapitel 9, die Bekehrung des Saulus, das hatte ich ja schon einmal erwähnt, vom Saulus zum Paulus, auch wenn das nicht ganz stimmt, denn der Mann hieß schon immer Saulus Paulus. Und weiter hinten aus der Rede des Paulus im Tempelvorhof. So, und jetzt möchte ich noch kurz die Stellen hier zitieren. Raschel, 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 ich habe mir das alles schön aufgeschrieben. Da haben wir die Apostelgeschichte, Moment, das ist falsch sortiert. Hier, Apostelgeschichte 9, Zeile 3. And he was proceeding on his journey, and he came near Damascus, and on a sudden, a light from heaven shone around him. Das ist die Stelle, an der, gut, dazu müsste ich jetzt etwas weiter ausholen für diejenigen, die es nicht wissen. Saulus war ursprünglich einmal ein, ja, Jude, sie waren ja alles Juden eigentlich gewesen, auch Jesus war ja eigentlich Jude gewesen.
Und war dabei ziemlich fleißig gewesen für die Pharisäer, hat er gearbeitet und war auch durchaus engagiert gewesen, hatte sogar römische Staatsbürgerschaft gehabt, das war ja alles römisches Protektorat gewesen. Und er hat die Jüngergemeinde um Jesus schon gehasst und hat aktiv gegen sie gearbeitet und wollte sie eigentlich vernichten. Und als er nach Damaskus ritt, um sie, ich glaube, er wollte sie angreifen da, traf ihn ein Lichtstrahl, und genau diese Zeile stand hier geschrieben, und eine Stimme sprach zu ihm, und das war Gott, beziehungsweise Jesus, im christlichen Glauben ist das ja alles eins, und das war die Stelle, an der Saulus bekehrt wurde und fortan seinen zweiten Namen Paulus benutzte. So, dann kam die Zeile vor, and he was 3 days without sight, and neither did he eat nor drink. Auch das ist, gehört dorthin mit in diese Geschichte, denn Saulus erblindete erst einmal für 3 Tage, deswegen 3 days without sight, und er sollte seinen Weg nach Damaskus fortsetzen, und in der Zeit hat er weder gegessen noch getrunken. Es war quasi sein Leidensweg, und diesen Leidensweg machte auch unser Erzähler durch. So, das war der zweite Punkt, die Bekehrung unseres Erzählers, also dass er quasi seine Lehren daraus gezogen hat. Und nun kommt der dritte Punkt, die Apostelgeschichte Kapitel 22. Paulus hält eine Rede im Tempelvorhof von Damaskus zu anderen Juden über seine Bekehrung, und das verstehe ich für mich so als seinen Auftrag. Ich vermute, das war der letzte Auftrag, den unser Erzähler hatte, es für die Nachwelt festzuhalten, und es ist quasi seine Art, diese Rede der Bekehrung zu halten. Und hier stand geschrieben, and it came to pass that as I made my journey and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me. Also er wiederholt die Stelle, das deutet in der Bibel auf die Wichtigkeit dieser Bekehrung hin, und andererseits ist es hier für uns, also für mich denke ich so, das Merkmal dafür, dass er es weitertragen will und er für die Nachwelt festhalten will, damit man seinen Leidensweg und seine Veränderungen quasi erkennt darin. Und dann war noch die Stelle zu finden, and when I could not see for the glory of the light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus. Die Begleiter haben ihm nämlich geholfen, dem Saulus nach Damaskus zu kommen, und haben so seine Bekehrung quasi auch mit ermöglicht. Und als diese Begleiter könnte man alle, die er immer wieder erwähnt hat und zitiert hat, erwähnen. Jacobson, Donnelly, was hatten wir noch? Ja, Esther natürlich. Hatten wir noch jemanden? Paul. Das waren die Namen gewesen. Und ich weiß jetzt dummerweise schon, was kommt. Deswegen kann ich gar nicht mehr überrascht tun. Denn wir werden gleich noch hier in der Finalszene sozusagen etwas Interessantes erfahren, was diese Charaktere betrifft, unsere Begleiter. Ich kann mir darauf zwar keinen direkten Reim machen, aber ich habe verschiedene Theorien. Ein paar hatte ich ja schon dargelegt. Und ein was will ich noch sagen, und zwar hatte ich in dieser Höhle, wo die ganzen Zeichnungen angebracht waren, hatte ich doch irgendwas in die Beschreibung geschrieben, von wegen ACI, dass ich da hier irgendwie mir was ausgedacht hatte, von wegen, dass das irgendwie mit Interferenzen zu tun hat bei Rundfunk und dass man das so deuten könnte, dass halt seine ganzen Gedanken durcheinander geraten langsam, weil die halt so ineinander fließen. Es hieß gar nicht ACI, sondern es hieß ACTS. Und ich habe das I als T, oder ich habe das T als I interpretiert und das S einfach übersehen. Und Acts heißt einfach nur Apostelgeschichte. Das ist die englische Bezeichnung dafür, weil das die Taten der Apostel quasi sind. So, und jetzt habe ich aber wirklich lang genug gequatscht. Ich denke, jetzt sollten wir uns wirklich einmal hier zur Antenne bewegen. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Aha-Effekt jetzt noch, oder euch fällt noch etwas ein, oder vielleicht werden auch nur noch mehr Fragen bei euch aufgeworfen, so wie es bei mir auch ist, aber man kann sich das ein oder andere denken, und ich vermute, dass es gar nicht so wichtig ist, wie die Beziehungen
zwischen Esther, dem Erzähler, und den anderen Personen sind, sondern dass es letztendlich darum geht, dass er für die Nachwelt seinen Leidensweg festhalten wollte, beziehungsweise seine Einsicht, dass man sich im Himmel letztendlich wiedersehen wird oder so ähnlich, ich weiß es auch nicht so genau, aber dass er am Ende doch seinen Frieden mit sich gefunden zu haben scheint, zumindest kommt es für mich so vor, jetzt auf dem Weg nach oben, während er ganz unten in der Bucht dann noch eigentlich dem Wahnsinn nahe war, scheint er hier immer ruhiger zu werden. Vielleicht ist das aber auch einfach dem Tod geschuldet. Und ich quatsche schon wieder, ich will doch eigentlich gehen. Gut, dann treten wir unseren letzten Gang an und genießt die letzten Worte unseres Erzählers, während wir hinaufsteigen auf die Antenne. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. You've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Und damit erreichen wir die Spitze der Antenne und springen hinab und erleben einen letzten Rundflug um dieses letzte Areal hier im vierten Kapitel. Und das Leben unseres Erzählers geht zu Ende. Ja, ich finde es sehr interessant, dass Esther, also Esther Donnelly heißt und dass unser Paul, Paul Jakobsen heißt. Leider habe ich nichts gefunden, dass es einen Paulus, Sohn des Jakob oder ähnliches gab. Das weiß ich nicht so richtig zu deuten. Ob man sich dabei irgendwas gedacht hatte oder ob es einfach nur darum geht, dass halt Paul und Jakobsen eine Person sind. Das bedeutet natürlich, man müsste sich alles noch einmal anschauen und die ganzen Stellen, an denen die Personen erwähnt wurden, nochmal neu interpretieren. Auch das macht einen Widerspielwert dieses Abenteuers aus. Und letztendlich bleiben immer neue Fragen offen. Wer ist Esther genau? Was ist mit ihr passiert? Warum macht sich unser Erzähler so viele Vorwürfe? Kannte er sie schon vorher? Und wenn ja, welche Verbindung hat er zu ihr? Es klingt eigentlich so, als ob er irgendwie sie schon vorher gekannt hatte. Oder ich hatte sogar die Idee heute, als ich mir die Folge nochmal angeschaut hatte, bevor ich den Aufstieg hier oder während des Aufstiegs, da hat unser Erzähler irgendwas gesagt von wegen Donnelly sitzt an der Bar und trinkt. Wenn wir bedenken, dass Esther auch Donnelly hieß und der einzige Hinweis auf Alkohol immer mit der Fahrt zu tun hatte, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass Esther sogar die Frau unseres Erzählers war. Und wenn von Donnelly als he gesprochen wird, könnte das natürlich entweder auf uns selbst deuten, dass Donnelly und er tatsächlich eine Person waren, oder dass es vielleicht sich dabei come back um einen Vorfahren handelt und hier erlischt das Lebenslicht unseres Erzählers endgültig. Und damit kehren wir auf den Titelbildschirm zurück. Denn an dieser Stelle endet die Erkundung dieser Insel, zu der unser Erzähler geworden zu sein scheint. Er hat seinen Frieden gefunden. Und ja, es war ein ganz tolles Abenteuer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, was ich noch interpretationsmäßig sagen wollte. Aber man kann viel herein interpretieren und letztendlich kann sich jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Was nun wirklich passiert ist, weiß niemand. Und ich denke, selbst die Macher dieses Spiels haben sich keine letztendliche Wahrheit gedacht dabei, sondern haben es extra so gehalten, dass verschiedene Varianten möglich sind. Irgendwas muss es auch mit den Ultraschallbildern auf sich haben, das weiß ich auch nicht so genau.
Letztendlich scheint aber unser Erzähler hier auf diese Insel, die ja nicht ganz grundlos gewählt zu haben scheint, denn sie scheint ja irgendwie mit den Vorfahren vielleicht der Donnellys und der Jacobsons verbunden zu sein, die hier zusammen getrunken haben und vielleicht zusammen gestorben sind in diesem Auto. Ich habe gerade leider den Faden verloren, tut mir leid. Und mein Fazit werde ich jetzt noch, während die Mitwirkenden durchlaufen, ganz fix halten. Die sind sowieso ziemlich kurz. Da haben wir hauptsächlich hier Robert Briscoe und dann die Jessica Curry als Komponistin. Auch sehr schöne Stücke, also ich muss sagen, die Musik ist wirklich klasse gelungen. Dan Pinchback war der Erzähler oder beziehungsweise hat die Erzähltexte geschrieben. Nigel Carrington war die Stimme, die wir gehört haben. Und ja, die ganzen anderen Namen könnt ihr auch noch lesen. Es sind nicht viele wirklich, denn hier findet sich auch schon das Ende gleich. Und damit möchte ich mein Fazit abgeben. Dear Esther ist kein Spiel, es gibt keine spielerischen Elemente, aber das wussten wir schon vorher. Es ist ein tolles Experiment, ein einzigartiges Kunstwerk, bei dem wir, ja, man entwickelt eine ganz andere Herangehensweise an die Entdeckung einer solchen Insel und das ist, ich finde es, also für mich hat es wirklich insofern sehr viel Spaß gemacht, dass ich in diesen Flow-Zustand so ein bisschen gekommen bin. Wir hatten den Flow ja gehabt in Verbindung mit dem, lasst mich nichts Falsches sagen, dem Serotonin oder dem Dopamin, glaube ich. Dass ich in so einen Flow-Zustand gekommen bin, dass es einerseits sehr anspruchsvoll ist, sich hier etwas hereinzuinterpretieren, andererseits aber einen nicht überfordert, sondern einen immer wieder nur anregt, weiterzumachen und den Entdeckerdrang fördert. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und es war bislang das beste Let's Play, das ich für mich jetzt verbuchen konnte. Einfach von meinem eigenen Gefühl her, weil es einerseits mit euch sehr viel Spaß gemacht hat, das zu entdecken, die ganzen Geheimnisse und da einige Sachen aufzuschlüsseln, noch einmal nachzuschauen. Dann der Wiederspielwert ist fantastisch und es hat auch vor allem sehr viel Spaß gemacht, die eigenen Folgen immer noch mal wieder zu gucken, um die Texte dann zu schreiben und immer wieder noch etwas Neues zu entdecken. Also ich kann eigentlich dem Spiel nichts Negatives, ich habe schon wieder Spiel gesagt, tut mir leid, ich kann diesem Projekt nichts Negatives abgewinnen, also ich kann da nichts Negatives entdecken. Es ist etwas vollkommen anderes als jedes Spiel, das auf dem Markt ist, aber es ist auf jeden Fall eine Erkundungsreise wert, also ich würde es mir holen, wenn ich es nicht schon hätte, sagen wir es so. Und ja, damit möchte ich mich dann auch von euch verabschieden und euch danken, dass ihr mir zugeschaut habt bei meiner kleinen Erkundungstour. Und ich werde demnächst vielleicht auch ein neues Projekt anfangen, das auch ein, also dann ist es glaube ich wirklich ein Spiel, es ist ein Point-and-Click-Spiel, glaube ich, ein Point-and-Click-Adventure, das Dinner Date heißt. Das muss aber auch wohl in eine ähnliche Richtung gehen, dass wir durch die Umgebung uns in die Psyche eines Mannes vorarbeiten. Vielleicht wollt ihr da ja auch wieder mit dabei sein, weil es ja ziemlich ähnlich ist vom Aufhänger her. Auch wenn ich da nicht weiß, worauf das zusteuern wird, aber ich bin auch sehr gespannt, was das angeht. Muss mal gucken, wann ich damit anfange, irgendwann demnächst vielleicht, aber ich muss jetzt erstmal eine Pause machen, weil ich ja jetzt im Akkord das Ganze ja durchgegangen bin. Und ansonsten, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut auch mal in irgendwelche anderen Projekte bei mir rein. Es wird sich bestimmt wieder mal was Schönes finden, was wie Dear Esther, auch wenn das bislang einzigartig ist, das muss man eigentlich einfach so festhalten. Und es hat sich wirklich gelohnt für die Programmierer, das noch einmal, das aus dieser Half-Life 2 Mod noch einmal herauszuholen. Man hatte ja schon diese tolle Geschichte im Prinzip parat, aber die Half-Life 2 Mod, die war damals sehr buggy und war nicht ganz so anschaulich. Und jetzt hat man aber ein rundum wundervoll abgeschlossenes Konzept hier vollbracht, finde ich. Ja, und bevor ich jetzt hier noch 3 Stunden weiter quatsche, möchte ich an dieser Stelle dann doch ein Ende finden. Es hat mir, was ich jetzt auch schon zum 5. Mal bestimmt sage, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ansonsten, gehabt euch wohl, euer Rudra. Ich wünsche euch was. Bis bald.